Für mein Verständnis ist Europa bzw. die europäische Einigung letztlich auch eine Überlebensfrage für uns alle. Seit 60 Jahren leben wir mit unseren Nachbarn in Frieden und das ist innerhalb der deutschen Geschichte ein Rekord. Und wir müssen eben die Frage auch beantworten, warum ist die EU eigentlich eine Notwendigkeit für uns? Sie ist notwendig, weil wir Europäer gemessen an der Weltbevölkerung nur eine Minderheit darstellen und diese eben auch immer kleiner wird und wir nur dann eine Chance haben, unsere politische Kultur, unsere Werte, unseren Wohlstand eben auch zu bewahren, wenn wir enger zusammenarbeiten. Die EU ist auch notwendig, weil wir Vorbild für Frieden und Freiheit durch einen freiwilligen Zusammenschluss von Staaten sein wollen und auch bleiben wollen und eben keinen aufgestülpten Zusammenschluss sind, sondern eben ein freiwilliger Zusammenschluss und dieses auch in die Welt hinaustragen wollen. Und wer hier eben an Europa zweifelt oder wer an Europa verzweifelt, der sollte eben dann mal die Soldatenfriedhöfe besuchen und sehen, was passiert, wenn man in Europa nicht zusammenarbeitet und gegeneinander arbeitet. Und hierin sehe ich unsere Chance, uns und der Welt eben auch zu zeigen, dass es eine Alternative zu Krieg und Zerstörung und wenn Sie so wollen, auch zu Handelskriegen gibt. Und die Europäische Union ist hier der Garant dafür, dass Konflikte in Europa am Verhandlungstisch gelöst werden und eben nirgends sonst. Wir erleben heute aber auch, dass das, was für die Kriegs- oder Nachkriegsgeneration ein Lebenswerk gewesen ist, dass das für die heutige Generation eine Selbstverständlichkeit geworden ist und es deshalb auch nicht mehr ausreicht, das Friedenswerk Europas in seiner heutigen Gestalt als Friedenswerk zu begründen und wir deshalb eine neue Begründung suchen müssen und der heutigen Generation auch eine neue Überzeugungskraft bieten müssen. Und diese, meine ich, könnte darin liegen, dass es eben Aufgabe sein muss, diese globalen Herausforderungen eben auch zu bewältigen. Und auch deshalb ist die EU eben notwendig, weil wir eine gemeinsame Antwort auf Migrationsphänomene, auf Terror, auf internationale Kriminalität oder eben auch auf die Außen- und Sicherheitspolitik in diesem Bereich brauchen und weil die EU eben auch die beste Antwort auf die globalen Herausforderungen wie die Globalisierung oder der Klimawandel oder auch die Energiesicherheit ist. Kein einzelner europäischer Mitgliedstaat kann diese Herausforderungen heute alleine meistern und die Bürgerinnen und Bürger erwarten eben zu Recht eine gemeinsame Lösung. Und da sich der einzelne Staat eben auch nicht mehr alleine dieses ausreichende Gehör verschaffen kann, muss die Europäische Union eben auch die Verantwortung als globale Kraft entsprechend wahrnehmen. Und aus dieser Verantwortung heraus muss es auch zu einer gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik kommen. Und die Strukturen sind dafür im Moment nicht so vorhanden, wie sie sein sollten. Und ob wir wollen oder nicht, es drängen von allen Seiten außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen auf die Europäische Union zu. Ich möchte dann nur kurz an die kurz zurückliegenden Ereignisse erinnern, wie wir das mit Russland und Georgien hatten, wo dieser Konflikt entbrannte, wie wir das mit Russland und der Ukraine mit dem Gasstreit hatten, wie wir das im Nahen Osten sehen, wo wir beitragen müssen zu einem friedlichen Zusammenleben und auch wenn wir selbst nach Europa blicken, wenn wir die Statusfrage im Kosovo begleiten wollen, auch hier ist die Stabilität auf dem Westbalkan eben in unserem gemeinsamen Interesse. Und auch auf anderer Ebene, ob wir wollen oder nicht, es kommen weitere Herausforderungen im Bereich des Umweltschutzes, Naturschutzes, bei dem Klimawandel oder eben auch bei der Energie auf uns zu. Und dabei geht es eben um die Gefährdung der Umwelt natürlich auf der einen Seite und die der Energiesicherheit auf der anderen Seite. Und hier brauchen wir die richtige Balance zwischen der Umweltverträglichkeit, zwischen der Bezahlbarkeit und eben auch der Versorgungssicherheit. Und gleichzeitig müssen wir uns auch weiter auf die Zukunft einstellen und vorbeugende Überlegungen hinsichtlich insbesondere des Klimawandels anstellen. Und der Klimawandel wird mehr oder weniger als Bedrohungsmultiplikator wirken.
weil er eben bestehende Spannungen oder eben Instabilitäten in bestimmten Regionen einfach verstärkt. Da geht es um Konflikte, um Ressourcen, Wasserknappheit, Verödung von Ackerland. Wir haben das beginnend sogar schon in Portugal und Spanien in manchen Gegenden, wo das Ackerland verödet. Wir haben die Wasserknappheit, wenn man die Nachrichten auch sieht, neulich Kalifornien klagte über Wasserknappheit, neulich in Südamerika, ich glaube Peru war es, klagte auch über Wasserknappheit. Also es ist real, was dort auf uns zukommt. Es geht auch weiter um vielleicht Schäden an Küstenregionen, Verlust von Staatsgebieten, Grenzstreitigkeiten, Migrationen aufgrund dieser Umweltschäden. Es geht aber auch um klimabedingte Spannungen in Energielieferstaaten. Und was kann hier die Folge sein, wenn wir dieses so weiter uns überlegen, nämlich Flüchtlingsströme, örtliche regionale Unruhen, Rückgang des globalen Wachstums oder eben auch Konflikte über Bodenschätze. Und hier müssen wir gemeinsam vorandenken. Auch hier können wir keine Einzellösung von Staaten erwarten, sondern wir brauchen gemeinsame Lösungen. Und die Chance oder die Chancen, die Europa in seinem derzeitigen Entwicklungsstadium hat, müssen eben auch zur Bewältigung dieser Zukunftsprobleme entsprechend genutzt werden.